Und ich möchte mich für den kleinen Versprecher erstmal entschuldigen. Das ist nämlich Folge 27. Ja, herzlich willkommen bei Let's Play World of Warcraft. Folge Nummer 27 mit mir, den Sachsen Let's Player. Und ja, würde ich mal mit hier Zelte abfackeln, ne? Diese ganze scheiß Allianz hierher vertreiben. Ich weiß schon gar nicht, was die überhaupt hier wollen. Das ist Hordenterritorium. Und nicht Allianz-Territorium. Oh, schöner Flammenwerfer auf jeden Fall, kann man nichts dagegen sagen. Aber diese Allianz-Leute, die müssten sich auch überall ein. Komm her. Das sind so übelst kleine Viecher, gut, dass man anhält als Zwerge oder Gnome halt. Das ist übelst. So. Wir können das auch in dieser Position machen, sieht das halt bloß ein bisschen blöd aus. Was haben wir immer mal angezündet, ist angezündet, komm her. Ja. Entdeckt er uns jetzt? Nee, Gott sei Dank nicht. Noch einer und jetzt warten wir auf den tödlichen Biss. Ja, den Biss kannst du nicht ausweichen, wo lebst denn du? Hallo junge Dame, ich würde mal gern ihr Zelt entzünden. Die Allianz hat da extrem viel in ihren Zelten drin, ne? Also die müssen richtig gut leben in der Kriegsführung. So, zwei Zelte muss ich noch anzünden. Dann nehmen wir das und das da drüben. Diesen scheiß Außenposten, dann nenne ich mal nieder. Da ist eine Eule. Eine Moonkin-Gestalt auch genannt. Na. Ja. Da brennt auch fleißig alles nieder, finde ich vollkommen in Ordnung. Muss ich mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. So, 8 von 8 habe ich niedergelegt. Da brauche ich irgendwie so eine Kampfmaschine in Luft und so. Und dann brauche ich noch, diesen scheiß Admiral. Das müsste ich, wenn es geht, vor den töten. Servus. Muss ich aber gucken, wo der ist. Wo ist der Admiral? Hoffentlich ist jetzt hier oben keiner. Ich möchte jetzt hier versuche vorbei, oder warte mal, wir versuchen es einfach mal vorbeizuschleichen. Ja, ist klar, hast mich gesehen, du Hässler, ne? Scheißvieh. Ja, jetzt kannst du verrecken hier. Blöder Wichser, ey. So, schleichen wir uns mal hier durch die ganze Vollidiotenbande. Und da ist er, Admiral der Fünfte, der leuchtet ein bisschen. Aber halt bloß ein bisschen. Ein bisschen, der Schnibbel, hä? Komm mal her, ja. Top. Boah, noch heilen die ganze Scheiße. Na Junge, verwandelt dich doch mal wieder. Bringt ein göttlicher Sturm ohne nichts. 200 Schaden bei voller Aufladung, ist doch nicht euer Ernst, oder? Heilen du doch sich selber auch noch. Alles klar. Soll ja am besten aus vorkommen, gell? Ja, während der hier mal ein bisschen Energie wieder aufladen wird. Tot ist er. Toll. Droppt nicht mal was ordentliches, der Blödmann. So, ich sehe hier irgendwie so eine komische Luft in. Ja, Isla, hast du mich noch gesehen, ne? Du und dein kleines Pony. Finde schön, wenn du das hast. Oh, jetzt fahr weg hier und sag dem Pferd, sollte Schnauze halten. Ich soll jetzt hier noch irgendwelche Luft sammeln oder so. Gucken, wo ich den Spaß hier finde. So ist. Irgendwo hier angeblich, vielleicht auf dem Berg da oben, ich weiß es echt nicht.
Bis auf Eisenerz, was hier wäre, Zinnerz. Sehe ich ja nämlich nichts. Wir könnten ja vielleicht mal gucken, was hier in der Hütte so drin ist, aber... Ich glaube eher weniger mit das... Ah doch, das ist die Lösung, alles klar. Naja, das ist die Luft, schön. Ach, alles klar, dann geht's hier oben weiter. Gut, ist doch alles relativ gut erklärt. Na, wenn der Arsch mich jetzt wieder sieht. Achso, das Haus hier hinten, wie ich mir dann mal so denken kann. Jo, genau. Und hier übelst der Roboter. Unser Goblin-Roboter gegen die Allianz-Roboter sind. Sicher mit, dass hier unten sein soll. Okay. Goblins gegen Gnome. Lustig, Kind gegen Kind. Ja. Ein paar mehr Kinder gegen ein paar mehr Kinder. Hep. Dann rauf auf den Panzer. Wo ist jetzt hier Eingang? Oder 30 Meter hochlatschen, wa? Jo, hier. Und jetzt zu guter Letzt noch eins weiter. Ach die Scheiße, da hinten. Wah. Freund oder Feind? Freund. So, schön durch diese schöne Brühe durchlatschen. Und dann haben wir hier... Ach, hier hinten der Außenposten, alles klärischen. Oder? Ja, hier hinten. Und dann hätten wir alles. Ja, haben wir ein paar Nachtelfen eingesperrt, richtig so. Ich habe schon gedacht, das ist hier wieder Feingebiet, übelst übersät, aber nein. Diesmal haben sie es gut gemeint. Aber auch nur dieses Mal. So, und jetzt diese schöne Luft. Gut, ab wieder nach oben. Unteroffizier von Grünregal in der Armee von Lumgar. Ja, schön, dass ich ein Unteroffizier bin. Was habe ich denn da für Vorteile? Ich hätte noch nicht rausgefunden. Verrecken kann ich so oder so. Hm. Ist mir noch nicht so ganz schlüssig geworden, dieser Rang. Schön mit hinten Wasser runterfällt. Sieht ja eigentlich ziemlich geil aus. Ich darf ja nicht so weit vom Weg abkommen. Hm, mir noch nie so aufgefallen. Bin ich noch nie so genau im Steinkammgebirge. Im Steinkammgebirge. Ich habe diese Gebiete immer gerne weggelassen. Wo war ich denn da? Na, ich war ja... Man kann ja hier als Allianz questen. Aber ich war immer dann so in der Stufe, so im Schlingdorntal, ne? Schön im Jungle. Könnt ihr auch questen, wäre jetzt nicht das Problem. Beutebucht etc. Das ist alles neutrale Fraktion. Beziehungsweise neutrales Gebiet. Aber nee, ich will ja mal was Neues erleben. So, bitteschön. Unsere Feinde werden fallen. Ja. Mein Rührer. Asche zu Asche, bitteschön. Obwohl, warte mal. Da fehlt auch noch was. Ah, nö. Soll ich jetzt noch mal hier hin nach Alatschen oder was? Ah. Gut, latschen wir den kleinen Jungen noch mal hier hin. Ich dachte, das war nur alles. Ah. Was ist denn jetzt hier hinten nur noch? Klar, hinten am Fluss. Los.
Speed für 15 Sekunden. Welchen? Wie lange hält das? So, Sport um 70% erhöht. So, sehr schön. Ich weiß ja gar nicht, warum wir das hier so machen, weil wir können ja in unsere Hirschform. Dann sind wir ja auch noch mal ein Stück schneller. Also, na gut, jetzt sind wir halt hier hinten. Wir können uns das Ganze mal von näheren anschauen. Was haben wir hier? Betretenischer Boden. Tötet den Felsenkiefer und nehmt eure Felsenkiefer riesigen Zähne. Benötigte Spieleranzahl 2. Naja, ich glaube, das dürfen wir so hin. Wenn ich mal jetzt den Mund hier nicht so voll nehme. Ihr habt kein Ziel, naja doch hier. Hallo. Okay, na, das ist doch ein bisschen riesig. Wenn das jetzt nicht lacken würde, könnte ich auch anfangen, da was zu machen. So, und eins. Okay, zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, abala, neun, zehn. So. Von hier aus lässt sich das Ganze doch schon besser beherrschen. Und ja, da ist wirklich ziemlich... Ja, top. Das ist aus der Levelgrenze raus, der Arsch. Hm. Nun gut, also müssen wir die ganze Scheiße doch im Wasser machen. Wäre jetzt zu schön gewesen. So, na, wollen wir mal gucken, was das so drauf hat. Eins, zwei, drei. Ja, da schlägt er immer mit 200 Schaden rein. Finde ich vollkommen in Ordnung. Aber noch kann ich den ganzen Spaß wegheilen. Wo merkt das noch? So, wenn der Fisch sich mal nicht so bescheuert hier bewegen würde, könnte man das auch alles schon mal besser kontrollieren. So, na, einfach nur Zorn, Zorn, Zorn. Ja, ist es ja gerade mal gar nicht. Dauert zwar etwas. Gut, ab und zu kann nur Mammonfeuer drauf. Bringt ja auch ein bisschen Schaden weniger. Und nö, aber ich kann mich ja ganz gut wegheilen, danke. Da haben wir ein paar Punkte gut. So, dann nehme ich jetzt mal hier so einen schönen Enchilada-Drink. Oh, jetzt schleppt er mich ein paar Meter mit rum. Kann ich trotzdem Schaden machen. Sehe ich jetzt nicht als das Problem an. So, hätten wir noch 1500 Punkte vor uns. Och, der ist süß. Also ich weiß nicht, warum man hier zwei Leute dazu brauchen sollte. Wenn man sich selber heilen kann, ist das nämlich gar kein Problem. So, mein Sauerstoff reicht auch noch aus. So, ich mach mal mehr in der Lichter. Ja, 200 Punkte für die Scheiße. Gerade mal bekommen. So, wie weit hat denn der Arsch mich jetzt hier rausgezogen? Na gut. Nicht weit, sagen wir es mal so. So. Wo muss ich denn jetzt hier allgemein überhaupt hin? Für diese Kampfmaschine. Hier ist ja alles nur Wasser. Die Kriegsmaschine. Ja. Ich kann es wohl mal jetzt hier rüber machen. Ich glaube nicht, mit uns das irgendwas bringt. Hm, schwimm, mein süßer, schwimm. Genau hier angeblich. Genau hier, aber hier ist nichts.
Hier knallt das Wasser runter. Und dann war's das schon. Kann man mal hier drunter machen, aber stimmt, es bringt auch nichts. Ne, jetzt hier ist schon wieder dieses Riesenvieh. Hier habe ich die Stämme, die da drinnen in den Boden rumborsten. Ne, hier ist nichts. Kleiner. Ich weiß nicht, nach was man suchen könnte. Kriegsmaschine soll genau hier sein. Und über uns kann aber auch nichts sein. Oder vielleicht da drauf, aber wie zur Hölle komme ich denn da drauf? Muss ich gerade mal gucken. Wie ich da jetzt drauf komme. Wir sind schon wieder knapp an der Zeitgrenze hier vorbei. Da muss ich ja hier oben lang. Oder geht es von hier? Nee. Da müsste ich wirklich da lang, da und da hoch. Na gut, das werden wir machen, aber das werden wir erst in der nächsten Folge tun. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Bist du mal freundlich und sagst tschüss. Dementsprechend ist möchtest du tschüss sagen, mein lieber Troll? Jawohl, haut rein.